Guten Morgen, ich lese Medikamente im Test, 9000 Arzneimittel geprüft und bewertet, der Stiftung Warentest und im Kapitel Haut, Haare bin ich angekommen bei Wirkstoffgruppen, die in alphabetischer Reihenfolge vorgestellt werden. Als nächstes geht es um ein geeignetes Präparat, das ist grün. Eine geeignete Wirkstoffkombination, die ist grün. Das ist ein Antipilzmittel und ein Zinkoxid. Das Ganze wird äußerlich angewendet. In diesen Präparaten ist den pilzhemmenden Wirkstoffen Clotrimazol und Miconazol zusätzlich Zinkoxid beigefügt, das die Haut etwas austrocknet. Bei Pilzinfektionen ist das vorteilhaft, weil es das Abheilen der entzündeten Haut unterstützt. Clotrimazol, Zinkoxid, Miconazol und Zinkoxid geeignet bei Pilzinfektionen der Haut wie Fußpilz. Wichtig zu wissen, wenn sich die Haut rötet, brennt, juckt und sich Bläschen bilden, vertragen Sie das Medikament vermutlich nicht. Dann sollten Sie es absetzen. Haben sich die Hauterscheinungen auch einige Tage danach nicht merklich gebessert, sollten Sie einen Arzt aufsuchen. Für Schwangerschaft und Stillzeit. In der Stillzeit dürfen Sie die Arzneien nicht auf der Brust anwenden, damit der Säugling die Wirkstoffe nicht mit der Muttermilch aufnimmt. Es geht auch um Fußpilz. Ich weiß nicht, warum man sich sowas auf die Brust schmieren sollte. Liebe Mütter, macht sowas nicht. Es geht weiter mit Ciclopirox. Tschüss.